So, hallihallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge von Battlefield 1. Leute, wir sind auf Nivelnächte unterwegs und ich habe den Medic mit am Start mit der Selbstladebüchse. Werk müsste das Ganze hier sein. Habe ich übrigens bei anderen YouTubern gesehen, die Waffe, und die... Ja, keine Ahnung, die läuft da, die Waffe. Und da möchte ich die Waffe einfach mal testen, weil Medic spiele ich zurzeit, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr gerne. Und deswegen habe ich mir überlegt, wenn wir mal gucken, dass wir vielleicht noch ein paar coole Medic-Waffen finden. Wie die Patronenhülsen hier klappern, hört ihr das? Wo sind sie denn? Irgendwo da oben drauf. Keine Ahnung, ich sehe die nicht. Gut, 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 gut. Mal aufpassen, weil die auch von hier oben rechts wahrscheinlich kommen, ne? Dass sie uns nicht wegsnipern. Okay, hier sieht es erstmal ganz gut aus, würde ich sagen. Hier vorne. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Für dich, Kamerad. Erste Hilfe. Ich sehe mir die Wunde an. Ich helfe dir. Schnell rein, Digga. Wir machen Erste Hilfe. Ich komme auch immer von hinten, glaube ich. Schönes Ding, schönes Ding. Wo die Homies sind hier. Oh 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 oh. Digga, warte, ich komm. Steh auf, Homie, steh auf. Panne ist da, wir gehen trotzdem nochmal hier hoch. Mir ist das ein bisschen zu gefährlich da unten in dem. Bisschen zu gefährlich da unten drinnen zu sein. Wow, 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 wow. So aber nicht hier, so aber nicht, mein Freund. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Ich habe hier noch einen gehört gerade, habt ihr das gehört? Aufpassen, weil das Snipen garantiert auch welche. Okay, dann machen wir uns mal auf zu A. Yep. Kill Nummer 1 durch Artillerie. Geht wieder los. Wenn ich Glück habe, holt er mich, aber ich glaube nicht, weil der einfach unten in die Gräben drin ist und ich hier oben liege. Schade. Oh, Digga. Alter, danke, mein Homie. Einen fetten Daumen nach oben auf jeden Fall, wenn ich könnte. Ich bedanke mich immer, Leute, weil ich finde irgendwie, dass du es mittlerweile machen musst. So, das ist so ein bisschen... Keine Granate, schade. Scheiße. Oh, schon wieder Artillerie, Mann. Ich brauche unbedingt Munition. Ich habe keine Munition mehr. Unbedingt ein wenig Munition. Unbedingt ein wenig Munition, ist für echt. Hier ist noch einer. Hast du den Digga oder hast du ihn nicht? Nein, ich brenne. Komm. Ja, komm mal zu dir hier. Wir brauchen dringend Munition, Mann. Dringend Munition, Mann. Ansonsten bringt das Ganze hier nichts mehr. Ich hab kaum noch was. Ich krieg dich wieder hin. Munition, Mann. Warum ist hier keiner mit Munition verflucht? Gibt's doch nicht. Digga, warte, du brauchst Heilung, kannst du haben. Ich bin noch ein Homie. Ich bin noch für dich da. Shit. Wir haben bloß noch 18 Schuss. Hier ist aber auch wirklich kein Versorger mit am Start, oder? Das sind hier so die einzigen irgendwie.
Oh nein. Nein, 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 der hat gut gefressen. Der ist noch da hinten, der ist noch rechts, Mann. Ist bestimmt noch da, oder? Ich brauch Munition! Da hinten, da rennt einer. Sturmsoldat, behaltet ihn im Auge! Ja! Mit was für eine Waffe hat er denn jetzt bitte getroffen, Digga? Oh, keine Munition, Mann. Das ist voll assi. Naja, das war's. Ja, natürlich, Mann. Und Tod 2 durch Artillerie, ey. Das kann doch nicht sein, Mann. Ohne Scheiß, ey. Wieder der zweite Tod durch Artillerie, Mann. Ey, das ist so lächerlich einfach. Ich bin der Einzige, der da noch gelebt hat, weißt? Und genau auf mich knallt es natürlich wieder rauf. Hey. Tod 3. Ey, das kann echt nicht sein, ne? Das kann echt nicht sein. 2 Tode, 3-mal durch Artillerie. Einmal wurde ich ja wiederbelebt. Oh, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Was ist denn hinten los? Hinten kann doch gar nichts los sein. Sperr gesichtet. Oh nein, es ist einer von uns. Das ist ein gegnerischer Flammenmann. Da müssen wir jetzt aufpassen. Komm schon, da ist noch einer, los. Hier, erste Hilfe für dich. Hier, erste Hilfe. Wow, 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 wow. Ist immer noch hier. Ja. Digga, komm, hol mich. Oh, vielen Dank, Bro. Danke, Mann. Vielen Dank, Bro. Ist doch wieder der gleiche, der mich von geholt hat. Der ist echt freundlich. Okay, die wissen, dass wir da sind. Mal woanders mal hinrennen. Ich brauche Munition! Aber wir rennen trotzdem ganz gut durch, muss ich sagen, oder? Also. Nicht gedacht, dass wir so durchglummen. Ich glaube, das war der Sniper-Typ, oder? Hinten ist auch noch einer. Hier, erste Hilfe. Oh, Digga, der ist direkt aufgestanden. So eine Scheiße. Ich helf dir. Bist du verletzt? Digga, warte, ich hol dich, warte, ich hol dich. Ich krieg dich wieder hin. Nicht Artillerie, nicht Artillerie. Oh, ist eine coole Sicht hier eigentlich. Damit kommst du auf die Beine. Du hast noch 9 Schuss, das ist schlecht. Was hast du für eine Waffe? Weil ich brauche deine Waffe. Wo ist die Waffe? Wo ist die Waffe? Er hat doch gerade eine Waffe gehabt, Mann. Wo ist denn die jetzt hin? Die Waffe ist weg, Digga. Oh nein. Tot. Ja.
Ich weiß nicht, Leute, ich muss jetzt mal ernst was fragen. Kann mir das jemand vielleicht von euch sagen? Wenn ich Flammenmann spiele, muss ich manchmal wirklich extrem lange auf den Gegner draufhalten. Ich treffe den auch die ganze Zeit. Aber der stirbt bestimmt, und jetzt ungelogen, bestimmt für 5 Sekunden überlebt er das Ganze. Ich halte die ganze Zeit drauf und der überlebt. Jetzt guckt an, wie lange ich. Jetzt guckt an, wie schnell ich hier gestorben bin. Also, der hält extrem lange aus. Und ich selber, wenn ich vom Flammenmann getroffen werde, bin instant down. Kann es sein, dass manche Klassen irgendwie mehr Rüstung haben oder so? Also irgendwie ist das ganz, ganz, ganz komisch. Ich weiß nicht, ob euch das vielleicht auch schon mal aufgefallen ist. Aber das ist tatsächlich so. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Ich verstehe das auch nicht ganz. Kommen da einfach nicht hin, ne? Lad doch mal nach, dann gehe ich hin. Oder ist einer. Komm, 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 komm. Schön, 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 schön. Pan, hast du gut gemacht. So, Leute, jetzt Deffen kommt. Gleich nochmal Munition mitnehmen, nur für den Fall. Braucht jemand erste Hilfe? Lass mich deine Wunden versorgen. Ich versorge deine Wunden. Hier, erste Hilfe. Oh nee, da sind zu viele. Die haben es schon wieder zurückgeholt. Das ist doch scheiße. Alter, warum habe ich den jetzt gerade nicht getroffen, Mann? Jetzt kommt, Digga. Nimm nochmal Munition mit schnell. Das ist schon geil, wenn einer irgendwo Munition stellt, Mann. Da hast du echt schon wieder erhebliche Vorteile mit. Scheiße. Hinten ist einer. Oh, der macht alle platt, shit. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Wir müssen es kriegen jetzt. Ah, sind alle tot von unseren Leuten. Zwei sind noch da, die gucken vielleicht noch hin. Einer rennt hin zu, ah. Einer rennt hin. Komm schon, komm schon, komm schon. Direkt dort spawnen, wenn die Trupps dort sind. Oh nein! Shit. Schade. Ich glaube, damit haben wir es eh erledigt. Damit ist es, glaube ich, eh erledigt hier, glaube ich. Schade, Mann. Extrem schade, würde ich mal sagen. Soll ich deine Wunden versorgen? Du bist verletzt. Ich kann dir helfen. Ja, ich hab ihn noch gekriegt, Mann, aber. Ich bin natürlich auch tot. Mal gucken, vielleicht ist irgendwo jemand in der Nähe, der mich holen könnte. Aber ich glaub's nicht. Ach, Menno. Menno. Ist doch blöd. Komm, das schaffen wir noch mal. Los. Komm, Mann, übel geil. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, kommt. Komm, Mann, geiler Shit. Ja, nice. Sehr geil, Digga. Sehr geil, Mann. War echt noch geschafft. Killhilfe, schön. Läuft, würde ich sagen. Läuft, Mann. Digga, warte, ich komm. Munition nehmen wir natürlich nochmal mit. Guck mal, er ist echt geil hier, weißt du? Er ist richtig cool. Er stellt wahrscheinlich die ganze Zeit seinen Mörser oder so. Stellt aber gleichzeitig auch noch eine Munitionskiste hin. Komm, Leute, hol uns zurück, hol uns alle zurück. Er kommt, er kommt, er kommt. Tolle Vorstellung. Danke, Mann. Ich hoffe, die hören es immer, wenn ich mich bedanke, Mann, weil das ist echt lobenswert. Muss ich wirklich sagen, das ist wirklich mein totaler Ernst, das ist höchst lobenswert.
Das ist wirklich extrem lobenswert. Ich seh nichts, ich seh nichts, ich seh nichts. Du bist verletzt, ich seh mir das an. Damit kommst du auf die Beine. Digga, warte, ich komm. Soll ich dich wieder zusammenflecken? Immer schön Teamwork, Leute. Immer schön Teamwork. Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir's. Gemeinsam sind wir stark. Sanitäter. Digga, einmal hinlegen, bitte. Oh ne, hier kommt jetzt einer von rechts. Hab keine Munition mehr. Jetzt nicht mehr. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh nein. Okay. Erste Hilfe, nimm schon. Nimm, Bro, nimm. Warte mal, liegt da hinten noch Munition? Jetzt liegt noch Munition, komm Leute, die holen wir uns noch schnell. Die holen wir uns noch schnell, Mann. Weil gerade beim Medic hier, ja, da geht schon die, da gehen die, geht die Munition schon ganz schön runter. Okay, ich würde sagen, wir machen uns auch mal auf B, zu B auf. Scheiße. Jetzt bin ich dran, jetzt bin ich dran, jetzt bin ich dran. Oben, hier oben. Gehen wir mal vielleicht auch mal von hinten mit dran, denn es sieht so aus, als wenn unsere Leute hier hinten schneller durchbrechen könnten. Wie weit das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ich sehe mir die Wunde mal an. Kein Problem, Bros, kein Problem, Bros. Bin noch da für euch. Ich helfe dir. Sitzen noch alle in einem Boot. Erste Hilfe, greif zu. Du bist verletzt. Ich kann dir helfen. Oh nein, 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 da kommen jetzt welche, da kommen jetzt welche. Wir müssen doch mit der Waffe versuchen, ein bisschen von abseits zu töten, glaube ich. Stirb. Stirbt natürlich nicht. Ist ja klar. Ja, natürlich, Digga. Ey, ganz ehrlich, Mann. Ich glaube, ich bin jetzt viermal von Artillerie gestorben. Viermal. Ich habe fünf Tode und bin fünfmal vielleicht sogar so von Artillerie. Weißt du? Ich wurde bisher fast nur von Artillerie geholt. Ich krieg dich wieder hin! Ich krieg dich zusammen. Ist so lächerlich, ne? Erste Hilfe, greif zu! Hier, erste Hilfe. Oh oh. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Erste Hilfe, jetzt schon! Nein! Das ist mein Tod, das ist mein Tod jetzt. Ich hoffe, das Zeug nützt was. Über uns, über uns, über uns. Deshalb kann ich euch nicht holen, Mann. Zu viele Leute.
Oh, Digga, man bleibt doch liegen, Mann. Scheiße, scheiße, Mann, von da hinten, ey. Da campen sie wie eine Runde rum hier. Komm, vielleicht kann er mich holen. Vielleicht kann er mich holen. Zero, the one. Ah, scheiße, er ist gestorben. Mist. Aber ich glaube, er hat den Kollegen noch mitgenommen. Nee, er ist, glaube ich, von jemand anderem gestorben. Schade. Äußerst schade. Ja, jetzt bauen wir mal kurz da als Versorger. Oh nein. Klar gewesen, ne? Warum auch nicht? Ja, Mann. Ey, du hast auch keine Chance, Mann, wenn du wieder zurückgeholt wirst. Es geht einfach nicht. Naja, haben wir verkackt. Haben wir wieder verschissen. Ich glaube, diesmal schaffen wir es nicht. Mal getroffen, es reicht aber natürlich nicht aus. Mann, ey. Lass mich deine Wunden versorgen. Du bist verletzt, ich sehe mir das an. Digga, warte. Bist du verletzt? Ich sehe mir die Wunde. 84, mal noch eine Granate hin, dann hört's funktioniert. Ding. Ding. Schaffen wir nicht mehr, schade. Aber trotzdem eine gute Runde. Entschärft, ja. Komm, vielleicht kriegen wir noch was. Shit. 27,9. Naja. Dreier KD. Ist okay, Leute, ist okay. Okay. Leute, ich fand's trotzdem nice, hat Bock gemacht, mal als Medic zu zocken. Ich empfehle euch, die Waffe macht Bock, aber ihr solltet nicht auf Nahkampf gehen. Denn ihr seht ja selber, die braucht ein bisschen und braucht auf jeden Fall 3 Schuss, um zu töten. Auch ein Headshot 2, ich glaube 58 oder 57 ist immer der Headshot-Schaden bei solchen Waffen. Pro Schuss, das ist natürlich eine gute Menge, würde ich sagen, aber trotzdem, wer macht schon 2 Headshots hintereinander, ja. Also es ist wirklich schon dann Glückssache oder der Gegner bewegt sich nicht und man hat wirklich Zeit. Gut, Leute, ich bedanke mich. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Ein Abo wäre natürlich auch sehr nett. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann aktiviert doch bitte auch die Glocke dazu. Und ansonsten, Leute, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Battlefield 1. Ich bedanke mich sogar in den Highlights. Cool. Bis dann, Bros. Servus.